Moin Leute, herzlich willkommen. Wir gehen wieder rein in Space Crew Legendary Edition. Und wir gucken mal, wir haben ja hier eine neue Mission gekriegt, aber mittleres Risiko. Ich weiß nicht, ich glaube, ich würde erst noch gucken, dass wir schauen, dass wir irgendwie noch ein bisschen Erfahrung kriegen für unsere Leute, bevor wir auf die Außenteam-Mission gehen. Ich weiß auch nicht, ob wir dafür gut ausgestattet sind. So, was haben wir denn hier? Astronomen retten, okay. Ein Beobachtungsaußenposten nahe Prometheus, dem Mond des Saturn, wurde angegriffen. Bis auf eine Person konnte die gesamte Besatzung des Außenpostens fliehen. Diese Person muss gerettet werden, bevor der Außenposten zerstört wird. Okay, gibt anscheinend wieder verschiedene Wege. Einen sicheren und einen unsicheren. 2000, 1000. Aber wir machen erstmal das. Wir bleiben erstmal noch im Schiff. Fühle ich mich noch sicherer. Und beim nächsten Mal schauen wir mal rein, was wie wo dann auch so weitergeht. Ne? Okay, alles klar. Das heißt, stimmt, wir müssen erstmal wieder starten. Macht man so selten, vergesse ich immer. Und dann können wir erst in die Außenansicht und den sicheren Weg ansteuern. Wir gehen auch diesmal wieder den sicheren Weg. Na, sicherste Route. Und nicht die schnellste Route. Laden unseren Hyperantrieb auf. Und los geht's. So, also bin ich mal gespannt, was die verbesserte Schilde und so weiter und so fort hier hinterher können, ne? Was haben wir da zum Ziel? Gegner im Anflug. Dann fliegen wir einmal defensiv, bemannen die Kanonen und dann gucken wir mal von wo die kommen und Attacke. Also wirklich gut treffen tun wir hier aber nicht, ne? Da kommt wieder so ein Fetter. Ne, das kann ich, oder doch, das sind Fette, ne? Die Fetten müsst ihr platt machen, bevor die sich vor uns setzen, beziehungsweise an uns dran setzen. Der da bitte. Ja, die sind nämlich fies. So, ist hier schon irgendwas kaputt? Ne, alles gut, alles schick. Wobei unsere Schilde schmelzen dahin, ne? Schilde vielleicht mal ein bisschen Zeit, sich aufzuladen. Die sind aber auch sehr wendig, ne? Also. So, jetzt machen wir einen nach dem anderen. Kommen noch mehr, ne? Irgendwas, nix am Brennen, alles gut. Ups. Na, der sitzt noch direkt hinter uns hier. Trifft den irgendwas? Von da hinten, da kommt wieder was. Ja, die sind echt sneaky unterwegs, kann das? Ich habe die ja unten am Radar nicht wirklich gesehen, oder? Bin ich einfach blind? Aber wie schon gesagt, irgendwie so kampftechnisch muss ich hier noch ein bisschen üben. Da fühle ich mich noch nicht so sicher drin. Weiß halt auch nicht, ob wir hier richtig fliegen. Okay, wir bleiben erstmal auf den Positionen. Das sieht alles gut aus. Und dann müssen wir jetzt da zum Ziel einmal ansteuern. Und dann gucken wir mal, dass wir da den nächsten Sprung machen. Also auch dafür, dass es eine sichere Route ist, ist hier auf jeden Fall viel Action, ne? Das geht gut rund. Ja, bis jetzt minimalen Damage, ne? Also irgendwie sie hier hinten. Die kriegt auf jeden Fall immer Schaden ab, ne? Das Schild hinten
nicht das Krasseste anscheinend. So, wir springen. Ich weiß gar nicht, ob zwei oder dreimal mussten wir springen. Okay, jetzt wieder Asteroiden. Das mit den Asteroiden habe ich halt noch nicht so ganz verstanden. Wie wir das am besten umgehen können. Weil wir müssen jetzt irgendwie da hinten hin. Und wenn wir Pech haben, fliegen wir hier irgendwo gegen, ne? So, von da aus kommen die Gegner. Schon mal früh drauf schießen, das ist sehr gut. Oh ja, den ersten schon weg, bevor er überhaupt ankommt. Das ist echt so mies, wenn die sich da so hinter dich kleben, ne? Das gefällt mir nicht, was da passiert. Na komm, mach ihn weg. Sauerstoffgenerator ausgefallen. Okay, wir müssen mal eben. Okay. Kriegen wir das hier noch? Sauerstoff reparieren, ja. Das sollte doch machbar sein, oder? Das würde überleben. Oh, Moment, da ist noch einer direkt hinter uns am Kleben hier. Der ist aber frech wieder. Okay. Aber wir hatten doch auch irgendwie was. Ach ne, hier drüber haben wir was, ne? Hier Jägerunterstützung hätten wir auch mal holen können, ne? Fällt mir gerade so ein. Okay, alles repariert, alles repariert. Dann wieder auf Gefechtsposition. Sie kann sich, glaube ich, mal heilen gehen. Nicht, dass sie uns da hinten irgendwie noch wegstirbt. Dann laden wir schon mal den Hyperantrieb auf. Wir warten noch eben kurz, bis sie durchgeheilt ist, glaube ich. Bevor wir springen. Ja, sehr gut. Das ist echt geil, solange das aufgeladen ist. Keine Gravitation. Und Sprung. Oh, von hinten sehen wir aber gut beschädigt aus, ne? Ich habe als einziges Crewmitglied überlebt, bitte um Unterstützung, ja? Wo denn? Was ist das? Okay. Was passiert jetzt? Fliegen wir da rein? Ne, anscheinend da drauf. Okay. Okay, cool. Danke, dass ihr mich gerettet habt. Die Selbstzerstörungsroutine des Außenpostens wurde bereits eingeleitet. Ich schlage daher vor, dass wir den Sektor schnell verlassen. Alles klar, dann starten wir auch direkt wieder, ne? Wenn sich das hier alles selber zerstört, da haben wir keinen Bock drauf, wir sind raus. So, wo müssen wir jetzt hin? Sicherste Route.
Müssen wir gesprungen sein, bevor die sich zerstört? Ich hoffe mal, wir machen es einfach mal. Einfach weg. Achtung, Asteroiden, ja, die. Okay, da liegt irgendwas. Warum liegt da auf mal irgendwas? Na, eure Position befinden sich Überreste einer Phasmidentechnologie. Ihr müsst scannen, damit unsere Forscher mehr über diese Technologie in Erfahrung bringen können. Ah, okay. Phasmiden scannen und liegt beides auf dem gleichen Weg. Hauptsache, wir kriegen jetzt hier nicht unbedingt einen Angriff noch reingedrückt. Wir können ja dann schon mal dahin. Autsch. Er geht mal dahin, dass die Schilde schneller aufladen. Warte auf Ausrichtung. Wie lange braucht er denn zum Ausrichten? Oder sind wir noch so weit von entfernt? Oh, ich wollte sagen, wurde sie jetzt fast rausgezogen? Nee, Moment, dann müssen wir jetzt noch einmal das komische Ding da scannen. Was war das denn jetzt? Offenbar setzt dieses Phasmidentechnologie etwas Strahlung frei. Sicherlich wäre das ein gefundenes Fressen für unsere Forscher. Risiko ist, lässt das Objekt besser zurück. Okay, wir hätten erst das andere machen sollen. Na komm, lass mich scannen. Komm, lass mich scannen, lass mich scannen, lass mich scannen. So, ich musste kurz Pause machen, weil mein Hund gebellt hat. So, okay, jetzt sind wir hier Strahlung ausgesetzt. Wir können das Ding hier scannen. Ich hoffe mal, dass sie die Strahlung überleben. Können wir die irgendwie versiegeln? Nee, ne? Nee. Ups. Weiß nicht warum, aber ich will das immer mit Escape abbrechen alles. So, wo müssen wir denn hin da? Zur Basis. Jetzt einmal gucken, aber es sieht ja alles noch recht human aus, ne? Sie könnten wir theoretisch nach hier vorne holen und ihn auch, ne? Dann sind die ja alle. Oh ne, er muss hier O2 noch weiter reparieren. Die Platte geht automatisch da rein und heilt sich, okay. Na, einmal müssen wir anscheinend noch springen. Mal gucken, wenn wir Pech haben, werden wir jetzt hier wahrscheinlich wieder angegriffen, oder? Ja, Gegner im Anflug. Könnte die mal bitte nicht da so drin stehen bleiben? Wir müssen leider die Kanonen besetzen. Aber wenn sie da nicht stehen bleiben würde, wäre das echt super, ne? Moment, die 1 wollte ich drücken, defensiv. Die machen voll die Trickmanöver hier, ne? Okay, was ist das da hinten für ein Fedder? Der ist doch neu, oder? Okay, das sieht irgendwie nicht gut aus, was der macht.
Der dockt an. Okay, wo waren denn hier Waffen? Obwohl, nee, warte, Moment, nee, du holst dir die Waffe, du gehst wieder da rein. Wo haben wir denn die nächste Waffe? Wir haben nur die zwei Waffen, ne? Könntet ihr die bitte abschießen? Danke. Okay, jetzt ist hier gerade. Jetzt kommen die nicht schon wieder, ne? Kommen wir mal weg. Irgendwie ist das hier gerade alles ein bisschen sehr verwirrend. Nein, 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 warte. Wie ist das eigentlich? Ist hier draußen eigentlich gerade irgendwie. Der muss da ganz dringend weg. Ich weiß auch manchmal nicht, ob die auch schießen, wenn ich da nicht drauf bin, weil irgendwie hört sich das ja so ein bisschen an, aber irgendwie auch manchmal nicht. Okay. Das war jetzt schon ein bisschen stressiger, ne? Wo müssen wir denn jetzt hin? Person an Bord muss überleben. Moment, ja. Aber wo müssen wir hin? Sehen wir das nur, wenn er. Okay, so, die lässt sich wieder heilen. Er nimmt sich mal hier so ein Medikit, geht dahin und dann, bevor mir hier noch einer wegstirbt, ne? Okay, springen. Und weg. Also okay, die Missionen werden auf jeden Fall anspruchsvoller, habe ich das Gefühl. So, das sollten wir aber jetzt ja geschafft haben. Kann die die Waffe aufheben? Anscheinend nicht, oder ist sie leer geschossen? Ich merke auf jeden Fall, dass die Steuerung noch nicht so intuitiv ist. Ich verklicke mich irgendwie noch sehr viel. Keine Ahnung warum. So, aber wir haben auf jeden Fall ein bisschen was extra gekriegt. Und können auf jeden Fall auch mal ein paar Forschungspunkte für irgendwas ausgeben. Das ist sehr gut. Ja, machen leider nicht nochmal ein Level, aber auch okay. Was haben wir jetzt? Strahlenschutzanzug. Oh, Junge, Junge, Junge. Okay. Strahlenschutzanzug, Sauerstoffmaske, Energiestiefel, Handschuhe, Technikerwerkzeug, Standardschilde MK2, Maschinenkanone MK2, strahlungsarmes Triebwerk MK1 und Plasmakanone, Maschinenkanone MK1. Das ist doch sehr gut. Und jetzt haben wir auch einen, den wir rekrutieren können.
Okay, das heißt, die spielt man sich halt anscheinend frei. Wenn ich das jetzt richtig verstehe, ja? Gerettet Crew. Okay, was kann die denn? Okay, Waffenoffizier 4. Ein legendärer Waffenoffizier mit geheimnisvoller Vorgeschichte. Legendäre Crewmitglieder haben deutlich bessere Werte und eine geheimnisvolle Vorgeschichte. Na, Waffenstation rekrutieren. Posten bereits besetzt, okay. Ist halt die Frage, wen nehmen wir denn dafür jetzt raus? Oder bleiben wir bei unserer Standard-Crew? Also ist sie jetzt besser? Ich kann hier meine Crew nicht wirklich angucken. Finde ich ein bisschen blöd, ne? Ich hätte gerne so eine Crew-Übersicht. Aber doch hier. Also im Endeffekt leveln die ja das auch hoch, ne? Oder? Oder ist das die Endstufe Waffenoffizier 3? Das ist halt eine gute Frage, ne? So, was haben wir denn? Holster. Er hier ist unser Mechaniker. Er kriegt auf jeden Fall Technikerwerkzeug. So, und was hatten wir hier noch? Schwere Handschuhe, aber die machen Bewegungsgeschwindigkeit. Strahlenschutzanzug. Ja, als Techniker eigentlich schon ganz sinnig, ne? Der muss halt da hinten auch rumwerkeln. Und so, ne? Kopfbedeckung. Sauerstoffmaske enthält einen extra großen Sauerstofftank für den Träger. Ne, das brauchen wir nicht, ne? So, wen wollen wir denn noch ausrüsten? Ihm könnten wir das sogar vielleicht geben. Ja, der kriegt auf jeden Fall die. Schnellere Bewegung braucht er nicht. Holz, da braucht er auch nicht. Der bleibt auf seinem Kapitänsposten sitzen. Dem könnten wir halt sagen, dem geben wir eine Sauerstoffmaske, ne? Dass der auf jeden Fall lange auf seinem Kapitänsposten aushalten kann. Habe ich jetzt alle Ausrüsten gemacht? Ne, wieso hat die denn auch eine? Achso, weil ich hier auf den Vorausgewählten bin. Ich dachte gerade schon. So, das ist der Kommunikationsoffizier. Der muss sich auch nicht schnell bewegen, kriegt auch erstmal nichts ins Holster. Und da er kämpfen muss, passt das so. Hier gehen wir auf jeden Fall auch auf die besseren Handschuhe. Und das sollte reichen, ne? Dann haben wir hier noch die letzte, glaube ich. Ne, den hatten wir noch nicht. Gehen wir auch auf die besseren Handschuhe. Das hätten wir theoretisch einfach bei allen ausrüsten können, ne? So, und dann passt das erstmal so. Beim Raumschiff gucken wir nochmal eben schnell. So, das ist der Generator MK2. Also man scheint die auch irgendwie, ist das halt, weil ich den Schwellenwert, glaube ich, erreiche, ne? Wird das freigeschaltet. Vierundsiebzig, 71. Wieso macht die weniger Schaden? Achso, weil das ja auch nicht vergleichbar ist. Warte, so muss ich vergleichen, ne? 49. Keine Credits mehr, aber das ist schon ordentlich. Das ist auf jeden Fall das nächste, was wir brauchen. Und die Triebwerke haben weniger Panzerung, aber auch mehr Strahlung, ne? Oder geht der 33 runter? Ach, der geht 33 runter, ne? Okay. Könnte Sinn machen.
Könnte Sinn machen. Na, dann gucken wir mal. Oh, gibt mittlerweile schon was mit hohem Risiko. Naja, gut, wir gucken mal. Nächste Folge gehen wir in die nächste Mission. Leute, wenn euch das gefallen hat, lasst bitte ein Like da, wäre ganz cool. Schreibt was in die Kommentare, wäre auch ganz cool. Bisschen austauschen und ja, ein Abo wäre noch die Krönung des Ganzen, ne? Wenn ihr schon abonniert habt und so, vielen Dank für den Support und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.